Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literatur und Kritik. Hemingway im Plastiksack. Über Hanno Millesis anspielungsreichen neuen Erzählband. Eine Rezension von Johannes Tröndle. Der junge Mann und das Meer. Das ist der Titel des neuen Erzählbands von Hanno Millesi, ausgerechnet auf Ernest Hemingway verweist, überrascht, da sich die beiden Autoren nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen. Der knappe, lakonische Stil, die erzählerische Stringenz und Geradlinigkeit des einen ist den kunstvoll gewundenen, teils ausufernden, inhaltlich immer wieder ins Groteske spielenden Satzgirlanden des anderen völlig entgegengesetzt. Während bei Hemingway möglicherweise einfach mit den Schultern gezuckt wird, bedient man sich bei Millesi der international geläufigen Geste für Hilflosigkeit. Und diese wird sogar noch beschrieben. Schultern anheben und die Handfläche beider Hände gleichzeitig nach oben kehren. Ein spleeniger Humor durchzieht die Texte des Wiener Autors, etwa in der Beseelung von Dingen. Da können Hausfassaden grimmig blicken, Briefkästen hämisch scheppern und auch ausgemustertes Kriegsgerät hat seinen eigenen Willen, wie der junge Mann aus der Titelerzählung feststellen muss. Einige der Kanonenrohre täten in diesem Augenblick nichts lieber, als sich auf ihn zu richten. Millesis Prosa-Texten liegt ein bewusst vage gehaltenes Setting zugrunde, ein erzählerischer Grundablauf, der durchgespielt wird. Die tatsächliche Handlung wird dabei durch eine Vielzahl möglicher weiterer alternativer Handlungsschritte ergänzt bzw. konterkariert, wobei der Übergang von Realität zum Gedankenspiel fließend ist. Viele Texte unternehmen dabei einen Stationengang oder Parcours. Im Roman »Die vier Weltteile« werden die dem Plot zugrunde liegenden thrillerartigen Ereignisse, ein islamistisch motiviertes Messerattentat im Foyer eines Kunstmuseums, auf einigen wenigen Seiten exponiert und die Lesenden in Folge gemeinsam mit einem Grüppchen in den Sälen eingesperrter MuseumsbesucherInnen auf einen kommentierten Rundgang durch die Bildergalerie mitgenommen, bei dem sich die Bildbeschreibungen und die tatsächlichen Geschehnisse auf überraschende Weise überlagern. Der Schmetterlingsbetrieb ist eine Zimmerreise und im zuletzt erschienenen Roman »Der Charme der langen Wege« packt der Protagonist, ein pensionierter Geräuschemacher, seine alte Tonbandmaschine auf eine Schreibtruhe, um sie in einer von Menschen entleerten, postapokalyptisch wirkenden Stadtlandschaft an ihren Ursprungsort zurückzuführen. Ein ähnlich zyklisch angelegtes Erzählmodell findet sich nun auch schon im erwähnten, auf Hemingway anspielenden Hauptstück des neuen Bands. Anstelle des Aufnahmegeräts ist es hier, ebenso skurril, ein anfangs totgeglaubter, frisch am Hafen erstandener Tintenfisch, der, handlich im Plastiksack eingewässert, den jungen Mann auf seinem Stadtausflug begleitet. Der Protagonist selbst bleibt dabei weitgehend unbestimmt. Wir erfahren weder seinen Namen noch von seiner Vergangenheit oder Zukunft. Die Erzählung verbleibt ganz in der Gegenwart des einen Tages, den sie schildert. Einquartiert ist er bei einer ebenfalls namenlosen Gastgeberin, die ihm auf Wunsch eine Liste mit Sehenswürdigkeiten abseits der touristischen Pfade in die Hand drückt. So wird er neben dem Hafen, an den er abends zurückkehrt, im Laufe des Tages unter anderem bei einem alten, allerdings geschlossenen Kino, in einem Schnellrestaurant oder in einem heeresgeschichtlichen Museum Station machen. Letzteres nicht nur dem Namen nach mit deutlichen Anspielungen auf das Museum in Wien.
Die ungewöhnliche Sightseeing-Tour gerät allerdings zum Spießrutenlauf, da der falsche Kadaver den jungen Mann in groteske, teils komische, teils auch unangenehme Situationen bringt, die Milesi mit Witz ausgestaltet. Um den plötzlich springlebendigen Tintenfisch ruhig zu halten, ist der junge Mann gezwungen, den Plastiksack beständig hin und her zu schwenken. Und trotzdem fährt gelegentlich einer der Tentakel aus, zur Belustigung der zufälligen Anwesenden, teils auch zu deren Ärgernis, etwa wenn im Linienbus ein Passagier sich durch den zufälligen Kontakt mit einem der Fangarme seitens des jungen Mannes unsittlich berührt wähnt und jenem prompt eine Ohrfeige verabreicht. Dass auf dem Plastiksack, der das ungepanzerte Weichtier nur behelfsmäßig schützt, der Schriftzug »Unser Heer« prangt, ist eine zusätzliche Pointe und eine weitere gewinnt der Text, wenn man die Konstellation mit jener bei Hemingway vergleicht. Haben wir es dort mit einem gigantischen Raubfisch zu tun, dessen Fang übermenschliche Kräfte beziehungsweise zwei Tage und zwei Nächte des Ausharrens bis zur völligen Erschöpfung in Anspruch nimmt, ist es bei Milesi ein eben harmloser Tintenfisch, der dem jungen Mann obendrein fast ohne sein Zutun in die Hände gerät und den er eigentlich auf schnellstem Weg wieder loswerden will. So sind beide, der alte und der junge Mann, quasi schicksalhaft an das Tier gebunden, doch der heroische Kampf mit dem Meeresungeheuer und der einsame Schauplatz auf hoher See verwandeln sich in einen komischen, öffentlich begafften Kleinstkrieg mit Slapstick-Einlagen. Man könnte die Erzählung hier auch als ironische Paraphrasierung des Hemingway'schen Existenzpathos und Verlagerung in ein von Passivität gekennzeichnetes Konsumzeitalter lesen, wobei für Letzteres nicht nur der schon mehrfach erwähnte Plastiksack oder die ausgesprochenen originelle Formulierung »Fast Food Tantalos« im Schnellrestaurant stellvertretend wären, sondern auch ein in einer Brieftasche wieder aufgetauchtes Lindenblatt. Sollte es tatsächlich über magische Kräfte verfügt haben, hat es die zwischen lauter Geldscheinen mit Sicherheit eingebüßt. Auch andernorts ist der anspielungsreiche Text sehr gegenwärtig. Eine Formulierung wie »der aus dem Plastiksack austretende Ozean«, denn der Sack leckt an einer Stelle, hat eine poetische Note und evoziert gleichzeitig Bilder von Meeresverschmutzung. Auch die schon bei Hemingway vor 70 Jahren behandelten Fragen nach der Würde von Tieren oder der Rechtmäßigkeit des Fleischkonsums sind zweifellos von heute. Bei Milesi ist ihnen ein längerer, rollenspielartiger Einschub gewidmet, in dem er Fischer, Tierschützer, Einkäufer und Köchin argumentativ gegeneinander antreten lässt, allerdings nicht als Essay, geschweige denn als wissenschaftliche Abhandlung, wie der Erzähler betont, sondern auch in dieser Hinsicht eigenwillig in Liedform. Fünf weitere, sehr viel kürzere Prosastücke sind der Titelerzählung zur Seite gestellt. Etwa unmittelbar anschließend ein Shopping betitelter Text, in dem im Selbstversuch und wieder als Parcours eine Einkaufstour mit der Fragestellung angegangen wird, welche und wie viele Dinge man hier umsonst bekommt. Außerdem geht es um Artischockenherzen als Henkersmahlzeit, das Eingesperrtsein in einem Garderobenspind oder einen Mann in Frauenkleidern, der auf Nachfrage einen frappierend einfachen Grund für sein Crossdressing angibt. Ungewöhnlich an diesen Texten ist, dass sie, jedenfalls für den Autor Hanno Milesi, ganz direkt und bündig erzählt sind und so nebenher auch die eine oder andere gezierte Formulierung aus dem Haupttext wieder wettmachen. Es sind Kurzgeschichten durchaus traditionellen Zuschnitts und in ihrer leichtfüßigen Erzählweise, ihrem wohldosierten Mix aus Innen- und Außenperspektive und ihren überraschenden, gut gesetzten Schlusspointen zeigen sie ein neues, vielleicht ja an Hemingway geschultes Register im Schaffen des Autors auf, das Lust auf mehr macht.
Sie hörten Literatur und Kritik. Hemingway im Plastiksack. Über Hanno Milesis anspielungsreichen neuen Erzählband. Eine Rezension von Johannes Tröntle. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.